Willkommen zurück von der Gamescom. Hallo Facebook, hallo Twitch, hallo Menschen, die hier vor dem Stand stehen. Ich bin Matthias von Spieletipps, das da ist Amir von Giga Games. Und das hier ist Lenny, der mit uns... Ja, bitte. Oh mein Gott! Oh, geil! Oh, ist das schön. Ich habe ja echt ein bisschen Sorge gehabt, dass irgendwie sich niemand für mich interessiert, aber... Matthias, wenn die einmal so ansatzweise ausrasten würden, würden wir uns hier vorstellen, aber das ist uns halt nicht vergönnt. Das kommt noch. Am Sonntagabend dann, ja, sicherlich. Wir reden hier über Pokémon Go, weil Jawohl. Wir da gerne drüber reden. Ja. Richtig. Du ja. kennst sie da nämlich ziemlich gut mit aus, richtig? Ja. Also ich werde ab und zu eher mir so als jemand angesehen, der sich da jetzt so expertenmäßig mäßig drüber auskennt, aber also... Es reicht auf jeden Fall. Mhm. Es reicht, um jetzt ein paar Minuten hier mit euch darüber zu reden. Deswegen würde ich sagen, tun wir das einfach. Und genau, und an dieser Stelle noch die Aufforderung an alle, die uns jetzt hier im Livestream auf Spieletipps oder auf Giga Games verfolgen auf Facebook. Postet ruhig eure Fragen, die ihr an Lenny habt, in die Kommentare. Ich werde das hier, weil ich kenne mich eh nicht aus mit Pokémon, habe das noch nie gespielt. Ich werde hier nur die Kommentare monitoren. Jetzt werde ich ausgeboot hier auch noch die Kommentare monitoren und dann extrem dumme Fragen an Lenny stellen und mich auf die Antworten freuen. Du bist also so Spieler von Minute 1 an, wenn man so möchte. Du hast so von Anfang an das mitgemacht und bist immer noch nicht müde. Ja. Ja, also müde ist da sogar ganz lustig. Ich habe nämlich müde angefangen. Ja, ich bin morgens aufgewacht, habe dann irgendwie auf Twitter etliche Nachrichten bekommen, dass es jetzt endlich da ist. Hab dann irgendwie, ich war 2 Minuten wach, da habe ich mir noch so ein Ankündigungsvideo irgendwie schnell gemacht und irgendwie währenddessen noch so das Spiel halt installiert und boah, ich glaube, das war einer der schönsten Morgen an meinem Leben. Nach dem ewigen Warten hat sich dann die Freude doch wirklich. Und hast auch direkt gemerkt, dass die Leute sich auch dafür interessieren, wenn du jetzt Pokémon Go spielst und darüber redest und das den Leuten zeigst, dass auch da ein großes Interesse da ist? Ja, voll. Also ich habe tatsächlich dann, als es dann angefangen hat, so, dass die Leute sich dann halt auch wirklich so draußen versammelt haben. Also bei uns in der Stadt gibt es halt so einen Standort, da sind 3 Pokéstops nebeneinander, der ist jeden Tag voll. Und das ist halt wirklich mit das Geilste an dem Spiel, dass es halt wirklich so krass abgeht. Und der Hype darum halt wirklich so extrem ist. Und dass man so mit den Leuten so von Sekunde 1 einfach schon so direkt so eine Familie ist. Also bei uns ist das wirklich richtig heftig, da sind wir halt einfach alle Freunde. So, wenn du halt, wenn du das Spiel spielst, dann bist du halt irgendwie, ganz egal auch in welchem Team du bist, ist einfach Freundschaft. Und du gehst auch heute noch raus, immer noch an diese 3 Pokéstops und bist auch immer noch da zu treffen so ungefähr und versuchst immer noch da Pokémon zu fangen. Ja, klar, auf jeden Fall. Hast du sie denn inzwischen alle, zumindest alle, die man in Deutschland fangen kann? Nee, leider nicht. Also ich habe jetzt auch die letzten Tage recht wenig Zeit dafür gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn ich jetzt wirklich immer gespielt hätte, wenn ich halt wirklich Bock gehabt hätte, wäre ich jetzt bestimmt schon Level 40. Mhm. Bisher leider nur 21, aber das ist halt, kann man leider nicht ändern. Ja, ist hier denn irgendjemand, der über 21 ist? Okay. Ja, ein paar. Ja, ihr habt alle richtig gemacht, ja? Ihr habt alle richtig gemacht. Ich bin leider... Ich bin Level 8 oder so. Na, immerhin, immerhin. Ja. Ja, immerhin, richtig. Und ab und zu mache ich es auch noch an, aber ja, wenn ich die Zeit finde. Was bei dem Spiel ja eigentlich das Schöne ist, dass man eigentlich immer die Zeit finden kann, mal eben so kurz gucken, was ist in der Umgebung und dann im besten Fall irgendwas fangen. Ja. Haben wir denn schon irgendwelche spannenden Fragen aus dem Spiel? Ja, also ich mache erstmal jetzt die etwas soften Fragen. Und zwar erstens, gibt es gleich Fotos mit so einem Kuss-Smiley, war jetzt die Frage. Ja, ich denke, man kann sich nachher mit dir noch fotografieren lassen. Man kann. Aber ohne Küssen. Ohne Küssen. Ohne Küssen, bitte, ja. Auch dann die Frage, also meine Freundin ist auch irgendwo hier, die fängt das an. Ob du nachher das T-Shirt vom Chana unterschreiben möchtest. Ja, Chana, wo auch immer du hier stehst, wenn du rankommst mit dem T-Shirt, werden wir das... Ich unterschreibe alles. Jetzt aber zurück zu Pokémon. Konkrete Frage, was ist dein stärkstes Pokémon? Und dann war auch noch eine andere Frage, was ist dein Lieblings-Pokémon? Also mein absolutes Lieblings-Pokémon ist ja Gengar. Wer mich kennt, der weiß das eventuell. Okay. Bin immer noch auf der Suche nach einem. Also ich habe immer noch nicht genug Nebulax gefangen, beziehungsweise Alpollos gefangen. Ja, ich höre schon. Ja, kommt, lacht mal alle. Ja, okay. Nee, aber mein stärkstes ist, glaube ich, bisher Quappo auf 1400. Aber ja. Ich habe aber jetzt auch erst, da ich jetzt mit Level 20 eigentlich auch erst anfangen wollte, so wirklich zu trainieren, weil ab dann ist das Stärkenlevel ja auch so auf dem Höhepunkt, fange ich jetzt auch erst langsam an. So, ich lese mich jetzt auch so in diese IV-Trainiertechniken ein, so deswegen. Aber irgendwann bin ich stärker als ihr alle, ich schwör's euch. Wer jetzt lacht, ich lache als letztes, ich schwör's euch. Gibt es denn noch irgendein Pokémon, das du sie überhaupt gar nicht magst?
Nun vielleicht noch nicht mal aus der, also weil wegen der App, sondern einfach generell irgendein Pokémon, das du überhaupt nicht magst. Boah. Also, Barschau höre ich hier gerade eben schon. Ja, Barschau ist natürlich das wunderschönste Pokémon von allen. Also, aus der App tatsächlich gibt es zum Beispiel Radfratz oder Hornio, die ist absolut, also Hornio gibt es so oft. Mhm. Zubat ist richtig nervig zu fangen, aber so ganz allgemein, ich weiß nicht, ist schwierig. Man hört hier Carpador scheinbar. Ja, Carpador ist gar nicht mal so scheiße. Ja? Also immerhin verwandelt er sich, entwickelt er sich später zu Garados. Aber ich weiß nicht. Also ganz generell, pauschal kann ich das auch gar nicht sagen, richtig. Okay. Ich habe Carpador immer gemocht in dem Minispiel bei Pokémon Stadion, wo man immer dieses Platscher machen muss. Ja, ja, ja. Ja, ja, stimmt. Ich schau mal hier weiter rein. Freust du dich auf kommende Funktionen wie die Pokémon der zweiten Generation? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das angekündigt ist. Also vielleicht wäre die Frage vielmehr, was wünschst du dir für kommende Updates für Pokémon? Also worauf ich mich auf jeden Fall erstmal freue, ist die Tauschfunktion. Das, denke ich, wird ganz nice. Die Kampffunktion sehe ich persönlich so ein bisschen zwiespaltig, mhm. Weil es ist halt so schön, dass man halt so ein gemeinsames Gefühl hat hier. Und ich habe halt so ein bisschen Sorge, dass das Ganze dann wieder nur in Wettkampf ausartet. Ne? Dass dann wieder Leute anfangen, sich da irgendwie gegenseitig nur noch zu battlen, dass man jetzt gar nicht mehr so richtig miteinander kämpft und dem anderen jetzt halt einfach nicht sagt, dass dann Mewtwo halt irgendwie ist. weil sonst wird halt gesagt, so, yo, da und da ist irgendwie noch ein starkes Pokémon. Ansonsten, ja, zweite Generation sehe ich persönlich auch so ein bisschen, also wenn, dann auf jeden Fall irgendwie so, dass das Spiel nicht unübersichtlich wird. Und ich habe mich da schon mit einigen Leuten drüber unterhalten, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte. Mhm. Und dann halt wirklich in 2 Jahren da wirklich über 800 Pokémon dann halt auf deinem Display irgendwie halt so auftauchen. Du möchtest nur ein Pokémon eigentlich haben, aber es kommt halt einfach nicht. So. Das wäre jetzt schade. Deswegen ab der zweiten Generation, die könnte das Spiel vielleicht noch vertragen. Ja. Danach wird es aber kritisch. Was ich tatsächlich mal interessant fände, wäre sowas, wenn es sowas wie Freundeslisten geben würde, dass du irgendwie dazu Menschen dazu zuordnen kannst und dann sogar siehst, wo die gerade sind, sodass man sich irgendwie organisieren könnte über die App, um irgendwie Pokémon zusammenzufangen. Sowas fände ich tatsächlich ziemlich interessant. Das wäre stark, ja. Gibt es denn noch irgendwas, was dich an der App so richtig nervt? Was du einfach denkst, das nervt, das muss weg? Das einzelne Verschicken. Also man kann die Pokémon ja verschicken, bekommt dafür halt einen Bonbon. Aber wenn man dann halt wirklich gerade so von 3 Stunden zocken nach Hause kommt und man hat irgendwie 50 Taubsis gefangen und man muss 50 Taubsis einzeln verschicken, statt dass man irgendwie einmal verschicken geht, alle irgendwie auswählt und boah, das wäre schon geil, wenn man da wirklich irgendwie was dran machen könnte, das so ein bisschen praktischer zu machen. Ansonsten gibt es, glaube ich, aber bis auf das, also ja, so einzelne Menüpunkte, wenn man die halt so ein bisschen vereinfachen könnte, wäre halt schon cool. Mhm. Aber sonst soweit bin ich eigentlich sogar zufrieden mit dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Tim fragt, wenn du das sagen kannst, wie viele Kilometer du insgesamt mit Pokémon schon gelaufen bist? Boah, auf jeden Fall mehr als bei mir verzeichnet sind, weil oft ist das Spiel auch abgestürzt. Mhm. Aber es sind, glaube ich, um die 70 oder sowas sind es auf jeden Fall. Ist noch nicht allzu viel, ich weiß, ja, einige wieder, die jetzt gleich lachen, weil sie irgendwie 140 haben. Aber ja, um die 70 sind es, glaube ich, tatsächlich bisher. So, und dann habe ich jetzt noch eine Frage, die ich überhaupt nicht verstehe. Und zwar, macht es Sinn, bei Pokémon Go auf IV zu gehen, beim momentanen Kampfsystem oder CP? Wovon sprechen wir da? Also IV sind die Individual Values. Mhm. Also jedes einzelne Pokémon hat quasi nochmal so seine eigenen individuellen Werte. Also das... Also so 2 eigentlich identische Pokémon müssen nicht identisch stark sein. Und also ich persönlich denke, dass auf IV zu trainieren spätestens für den späteren Verlauf schon mehr Sinn macht. Mhm. Vor allem, wenn sich das Kampfsystem jetzt halt noch so mal ein bisschen ausbessern sollte. Und wenn Menschen halt sowieso irgendwie mit Arenen kämpfen, dann eigentlich spätestens dann. Ja. Und halt wirklich eine starke Defensive hat und eine starke Offensive und eine starke Ausdauer. Und dementsprechend halt auch stärkere Pokémon, starkes Team. Ja, spielt auf IV alle.
Okay, also ich habe hier jetzt im Stream, glaube ich, so ziemlich alle Fragen abgegrast. Wie sieht's denn hier im Publikum aus? Habt ihr Fragen an den Lenny zu Pokémon? Dann kommt jetzt nämlich der Onkel David da hinten mit dem Mikrofon an und befragt euch. Der David, also an den könnt ihr jetzt in das Mikro eure Fragen direkt an den Lenny stellen. Da hinten sehe ich einen, hier, Daenerys ist das. Daenerys Targaryen of Game of Thrones, die hat eine Frage. Lass die Dame mal bitte nach vorne, das ist die Queen of Dragons, nee, die Mother of Dragons. Applaus! Khaleesi! Ich wollte fragen, welches Team du bist. In deinem einen Video hattest du ja ein T-Shirt an, wo sozusagen alle Teams drauf vertreten waren. Aber welches bist du jetzt eigentlich? Welches Team? Ich bin tatsächlich in Team Blau. Wow! Eben. Ja, Mann! Ich habe jetzt so eine Hatewelle erwartet. David, welches Team bist du nochmal? Rot. Oh, 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 oh. Ja. Noch mehr Fragen? Er hat noch eine Frage. Da hinten. Lenny, was findest du an Gengar eigentlich so gut, dass es dein Lieblings-Pokémon ist? Wir verstehen das hier nicht, David, wenn du es verstanden hast. Was findest du an Gengar so gut, dass es dein Lieblings-Pokémon ist? Also ganz allgemein stehe ich sowieso auf Geist-Pokémon und Gengar ist, also einmal, es sieht halt auch einfach saugeil aus, es hat eines der besten Designs aus der ersten Generation und ich verbinde mit Gengar tatsächlich auch einer meiner schönsten Kindheitsurlaubserlebnisse, dass ich nämlich in einer wunderbaren Urlaubszeit, nämlich einen Gengar herangezüchtet habe. Und ich glaube, irgendwie hat sich das deswegen so ein bisschen eingebrannt. Und es sieht einfach geil aus und ist stark. Und es ist ziemlich praktisch, vor allem in der Poké-Liga in der ersten Generation. Und ja, deswegen. Hey Daddy, es ging ja gerade um die Frage, welches Pokémon du nicht leiden kannst. Ich habe die Frage, was hältst du von Klavion? Klavion? Sagen wir mal so, es ist ein sehr aufschlussreiches Pokémon. Also ich fänd Klavion. Ich fänd Klavion an und für sich ja gar nicht mal so hässlich, wenn es irgendwie so ein mystischer Schlüssel wäre. Aber da ist einfach ein Autoschlüssel dran. Und deswegen kann ich das Pokémon einfach nicht ernst nehmen. Es mag stark sein, aber nee, deswegen noch jede Menge Fragen. Jawohl. Glaubst du, dass das Spiel später vom Spielspaß jetzt auch noch für die nächsten paar Monate anhalten wird? Oder glaubst du, der Hype legt sich jetzt demnächst wieder und es geht immer weiter runter? Also Niantic hat es schon sehr schlau gemacht, dass sie jetzt erstmal auf dem mindesten Inhalt eigentlich angefangen haben. Und jetzt ist der Hype schon so heftig, dass die quasi von Update zu Update und immer wenn irgendwas Neues dazukommt, dass die mit Sicherheit den Hype auch immer wieder neu auffrischen können. Ob er nochmal so heftig wird wie jetzt am Anfang, weiß ich nicht. Aber klar, dass ein Hype jetzt nicht über Jahre hinweg geht. Aber ich denke mal, er wird sich nochmal auffrischen, wenn halt gerade auch so die Kampffeatures und die Tauschfeatures und sowas kommen, wenn Dinge aufgebessert werden. Von daher, ich denke schon, dass uns noch eine Weile unter uns weilen wird. Hast du vielleicht auch noch so Tipps für Leute, die eher in ländlicheren Regionen leben, wie die da noch am besten ihre Pokémon trainieren könnten? Weil zum Beispiel bei mir in der Gegend ist nichts. Das erste größere wäre in Dortmund bei mir. Da müsste ich erst nach Dortmund in die Innenstadt rein. Hast du da vielleicht irgendwie Tipps, wie halt Leute in Dörfern zum Beispiel da irgendwie was machen können? Ja, also für Leute, die in der ländlichen Umgebung leben, ist es natürlich ziemlich schwierig, halt wegen den Stops und wegen den Arenen. Ja, keine Ahnung. Ich bin da ganz ehrlich. Ich weiß, dass Niantic, oder ich hoffe, dass Niantic bald irgendwann wieder neue Stops und neue Arenenvorschläge annimmt, dass die Leute, die halt dann in solchen Pokestop-armen Gegenden leben, dass sie dann halt irgendwie neue Stops anmelden können, die dann da eben... Ansonsten fahrt in die nächste Stadt, trefft euch mit Freunden, versammelt euch irgendwie. Ich weiß, dass das jetzt nicht jeden Tag geht,
Aber wenn ihr euch da, wenn ihr mal irgendwie Bock habt, einfach mal in die nächste Stadt zu fahren oder kommt einfach alle nach Detmold. Detmold ist, also außerdem bin ich da fast jeden Tag. Und ja, also deswegen ist es schwierig, ja. Aber ich denke mal oder ich hoffe, dass es sich mit den nächsten Updates so ein bisschen ausbalanciert, dass Niantic auch so ein bisschen mehr darauf eingehen wird und dass so ein bisschen verteilt wird, dass da auch ein paar mehr Stops hinkommen. Deswegen gebt die Hoffnung niemals auf. Denkst du, es sollte mehr Spiele geben und es war eine gute Entscheidung, ein Spiel zu machen, in dem Gamer mehr rauskommen und nicht und zeigen, dass sie nicht nur vom Computer hocken und sowas? Also das Spielprinzip von Pokémon Go ist halt absolut revolutionär und ich finde es auch wirklich großartig. Also es, und es funktioniert, das ist halt das Gute daran. Ich habe eben schon Gerüchte gehört, es soll Harry Potter Go irgendwann geben. Keine Ahnung, ob da was dran ist. Ansonsten, ich weiß nicht, wenn es jetzt natürlich zu jedem einzelnen Franchise irgendwann so eine Go-Version geben sollte, dann wird es irgendwann auch einfach zu viel. Mhm. Aber von mir aus gerne, also ich habe da von mir aus auch irgendwann Pokémon Go 2 oder sowas. Vielleicht lässt sich da ja irgendwas dran machen. Deswegen. Ja. Wenn Pokémon mehr so in die Richtung wie Klavion und Gramokles, glaube ich, was, also Schwert-Pokémon, wenn die Pokémon sich weiter in die Richtung entwickeln, würdest du in den nächsten Generationen dann auch weiterspielen? Ich meine, in der neuen Sonne und Mond gibt es ja auch ein Käfer-Pokémon, das aussieht wie ein Bus. Der Bus, ja, ja. ja. Also es gibt ja jetzt schon seit einigen Jahren halt diese Designs und ich denke mal, man kann jetzt den Spielspaß nicht unbedingt nur von den einzelnen Designs abhängig machen. Deswegen, ich werde immer ein treuer Fan bleiben und das Pokémon-Franchise wird mich niemals verlieren. Es bleibt auf jeden Fall eine Ewigkeit in mir. Upsala. Wie findest du die Idee von Lusardine, also von dem neuen Pokémon? Dass es sich, wenn es irgendein hohes Level erreicht hat, dass es sich zu einem Schwarm formt. Dieses Spielprinzip gibt es irgendwie bei Sonne und Mond relativ häufig, dass irgendwie ab einem gewissen Lebensnotstand die sich irgendwie verwandeln und sonst was. Ich hoffe, es wird nicht zu overpowered, ganz im Allgemeinen. Ich hoffe tatsächlich, dass es halt wirklich fair bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Fixes geben wird diesbezüglich. Und das, ja, weiß nicht. Also an und für sich, die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. Es bringt ein bisschen mehr Strategie und Taktik in das gesamte System. Aber es sollte jetzt nicht ausarten, weil irgendwie zu jedem zweiten Pokémon gab es irgendwie so eine Fähigkeit. Ja, ich bin fast tot, deswegen panzer ich mich jetzt ein und sammle irgendwie wieder 400 KP. Ist, ja, solange es nicht ausartet, es sollte schon noch in einem gewissen fairen Bereich bleiben, ausbalanciert. Hi, du hast ja jetzt mehrere Beiträge gemacht bezüglich Pokédex-Einträge, die nicht so ganz sinnig sind. Welches war denn der unsinnigste, also bescheuertste, den du so in Erinnerung hast? Das ist schwierig, zumal ich mich gar nicht mehr an alle erinnern kann. Also würde ich mir jetzt nochmal so alle durchsehen, dann könnte ich bestimmt sagen, der war's. Aber also ich fand das Taubos mit seinen Macht 2 schon sehr krass. Was war denn da noch? Irgendwas mit... Was? Ja, es gab schon einige, aber so der unsinnigste, weiß ich nicht, kann ich jetzt so pauschal gar nicht sagen, so spontan. Was? Irgendwas mit heißer als die Sonne. Wer ist heißer als die Sonne? Ah, okay, das ist natürlich sehr sinnig. Ja, ja. Wie auch immer so ein Wesen auf unserer Erde wandeln soll, ja. Also wir haben ja jetzt schon Glück, dass die Sonne so weit entfernt ist, dass sie uns wärmt, aber nicht verbrennt, ja. Aber gut, noch heißer als die Sonne. Okay. Lenny, darf ich dich vielleicht auch noch als allerletzte Frage eine Frage fragen, die mir ganz besonders am Herzen liegt? Ja, klar. Und zwar... Weißt du zufällig, wie man ein Mewtwo fangen kann? Wie man ein Mewtwo fangen kann? Ja, ein Mewtwo fangen. Es ist eigentlich relativ einfach. Ihr müsst ganz einfach jetzt alle mal die Arme hochheben.
Ihr hebt jetzt alle mal die Arme hoch. Genau. So. Und jetzt gibt es nämlich noch hier ordentlich eine Minute zu fangen. Ich mache eins in diese Richtung, eins in die. Wer hat jetzt so richtig Bock, eine Minute zu fangen? Ich glaube niemand. Okay, überredet. Eins geht nach da. Woll. Eins geht nach. Oh. Eins geht nach. Und eins dahinter. Großartig. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid die ersten drei, die eine Minute gefangen haben. Jetzt werdet ihr alle gebannt von Niantic. So. Sehr schön. Lenny, vielen, vielen Dank. Für mich war das interessant. Ja. Ich weiß jetzt, Team Blau ist irgendwie toll, Team Rot nicht so. Mhm. Ich wurde hier die ganze Zeit aufgefordert, ich soll mal bitte fragen, was mit Team Gelb ist, dann würde ich was erleben. Team Gelb ist immer so nebenbei. Also Blau und Rot. Hab vielen, vielen Dank, dass du hier warst und zumindest den Herrschaften da und den Herrschaften vom Stream sehr viele interessante Dinge über Pokémon Go erzählt hast. Bei uns geht's jetzt gleich weiter mit dem Mini-NES-Showcase. Da gucken wir uns die neue Mini-Konsole von Nintendo an und um 17 Uhr gibt's Bare Hands Grand Values Monaco. Das ist ein Spiel eines Berliner Indie-Studios, wo es um Raubzüge geht, also relativ spannend. Danke euch zu Hause auf Facebook, Spieletipps und Giga Games fürs Zuschauen. Danke euch hier allen in der Halle, die ihr so massig hier erschienen seid. Hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Ah, ist das geil. Daran kann ich mich gewöhnen. Und euch allen noch ganz, ganz viel Spaß auf der Gamescom. Auf Wiederschauen. Ah, so.